Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jana hier, das ist der Marc Hagenbeck und ich bin der Sagi und wir sprechen heute über den 11. Januar. Und am 11. Januar haben wir wieder ein Geburtstagskind. Fimmelimmelim. Ja, 1974 wurde Jens Nowotny geboren. Jens Nowotny, Fußballspieler. Na klar. Bayer Leverkusen, dazu Nationalmannschaft. Ja. Das ist, was ich mit ihm zusammen irgendwie so im Kopf habe. Für den KSC hat er gespielt. KSC, ja, ganz 1991 bis 96. Ja, 04, Bayer 04, Leverkusen. Ja, kann sein. Und natürlich deutsche Nationalmannschaft 97 bis 2006. Ja, kann sein. Ja. Jens Nowotny, aber am 11. Januar 1955, da ist die US-amerikanische Atom-U-Boot, so heißt es, ja. Nautilus, ist zu seiner Jungfernfahrt angetreten. Das war 1955, am 11. Januar. Atom-U-Boot. Deswegen ist es auch so ein Fakt des Tages. Ja. Ich finde das gruselig, ne? Was denn? Naja, so auf dem Atom-U-Boot mitzufahren, fände ich gruselig. Auf dem U-Boot eh. Ja, aber wenn es dann noch ein atombetriebenes U-Boot ist, oh. Nicht atombetrieben. Ist es atombetrieben? Ja, nee, es hat Atomwaffen. Es ist nicht atombetrieben, wenn es ein Atom-U-Boot ist? Falls ihr wisst, was es ist, ein Atom-U-Boot, ist es atombetrieben oder bezieht es sich auf die Waffensysteme? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Weißt du es? Das will ich ja nicht so doof gucken. Sascha guckt auch so doof, der weiß es auch nicht. Ja, Fakt des Tages haben wir Fakt natürlich wieder. Fakt des Tages! Und zwar, Humor wird mit Intelligenz und Ehrlichkeit in Verbindung gebracht. Deswegen fühlen sich Frauen von humorvollen Männern angezogen. Intelligenz und Ehrlichkeit? Intelligenz und Ehrlichkeit, na klar. Also wenn du lustig bist, ja, dann bist du automatisch sozusagen vom Eindruck her intelligent und ehrlich. Richtig. Und davon sind deswegen sind Frauen davon angezogen. Also Frauen stehen in den Discos nicht mehr auf diese ganzen Disco-Pumper, die da in der Ecke rumstehen, mit Goldkettchen und die einen auf dicken Larry machen, sondern sie wollen noch ein bisschen Eloquenz. Und das bekommen sie von humorvollen Männern. Ja, das heißt, dumme Witze machen. Dumme Witze machen. Dumme Witze machen bedeutet schlau wirken. Schlau wirken. Dumme Witze, schlau wirken. Verstehst du? Eselsbrücke. Ja. 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 Genau, ja. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du mit Witzen irgendwie Frauen näher gekommen bist? Frauen im Speziellen jetzt nicht, aber ich habe bei Schafen habe ich ganz gute Erfolge. Aber der neueste Schafwitz. Ich kenne sogar einen, aber erzähl ich dir später. Ich habe einfach gemerkt, dass man generell sich leichter mit Leuten in Kontakt kommt und mit Menschen, dass Menschen sich einem leichter öffnen, wenn man einfach mal auf eine gesellige Art ein bisschen humorvoll auf sie zugeht und nicht so, sag ich mal, den Biederen macht. Biederen macht, ja. Ja, aber es geht hier um Frauen. Ja, bei Frauen zieht das dann wahrscheinlich genauso. Wie hast du denn deine Frau kennengelernt? Über einen Witz oder über von wegen so, hey Mädel, nein, ich hab da was in der Hose? Nein, also meine Frau. Ein Autoschlüssel, der. Jeder weiß, dass das hier 20 cm. Meine Frau ist die Ex-Freundin unseres Gitarristen gewesen. Also, beziehungsweise unser Gitarrist kam irgendwann mit seiner Freundin in den Proberaum und sie war dann später halt. Hast du meine Freundin. Hast du sie ausgespannt oder hast du gewartet? Nee, das war eh schon zu Ende. Naja, klar. So war das also. So war das. Wieso Gitarrist? Was für eine Band? Ja, ich habe mal in einer so eine Art Heavy Metal Band. Du hast doch vorhin gesagt, du hast doch mal gesagt, dass du gerappt hast. Ja. Jetzt ist es Heavy Metal auf einmal. Ja. Und danach, also ich war erst so ein bisschen Metal, dann habe ich gerappt, dann war ich Hardcore, es ist so eine Art von Metal, so eine Unterart, also Punk, Hardcore. Und dann, als ich dann keinen Bock mehr auf Bands hatte, bin ich halt Hip-Hopper geworden. Ja, das ist ein bisschen, ja, aber es ist so. Total durcheinander. Und jetzt Mentalist? Jetzt bin ich noch Mentalist, ja. Was hat am meisten damit zu tun? Bitte? Was hat am meisten damit zu tun, dieses Mentalisten-Dasein? Mit Heavy Metal oder mit Hip-Hop? Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube eher so mit Heavy Metal. Bei Heavy Metal ist es ja angeblich so, die Leute, die Heavy Metal hören, sind ja im Vergleich durchweg intelligenter als bei anderen. Was habe ich denn hier für ein Shirt an? Ach, Metallica. Genau, also Humor und Heavy Metal hören. Ja. Da kommst du richtig gut bei den Frauen an, glaube ich, weil die denken, du bist richtig schlau. Richtig. Und richtig. Ehrlich, aber richtig. In Wirklichkeit kannst du strunzedumm sein. Ja, natürlich. Hauptsache, du bist lustig und du hörst Heavy Metal. Das sieht man an mir, ja. Dumm Gesicht, guter Eindruck, gell?
Da hast du was gesagt. Ja, das war der 11. Januar. Wir sehen uns morgen wieder am 12. Januar. Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.